Moin Leute, ihr wollt euch einen eigenen Trockentauchanzug kaufen und steht jetzt vor der großen Frage, Kunststoffreißverschluss oder Metallreißverschluss? Darüber geht's in dem Video. Ich habe ein bisschen was für euch vorbereitet. Ich habe meine Trockis zerschnitten, um euch die Reißverschlüsse zu zeigen. Nein, Spaß. Ich habe ein bisschen was gesammelt über die Jahre. Und deshalb kann ich euch ein bisschen aus Erfahrung sagen, ob Metall- oder Kunststoffreißverschluss. Wir müssen das Fass ein bisschen weiter aufmachen, denn früher gab es nur Metallreißverschlüsse auf dem Markt und man hatte gar keine Wahl zwischen Kunststoff- oder Metallreißverschlüssen. Deshalb war man viele Jahre damit super zufrieden. Hat aber immer wieder Probleme gehabt. Denn ein Problem bei Metallreißverschlüssen war, dass sie hier ausfransen, wie man das hier ganz gut sehen kann bei diesen Reißverschlüssen, dass sie anfangen, diese Härchen zu bekommen. Gerade hier als kleinen Tipp, wenn das anfängt, ruhig mit dem Feuerzeug beigehen und das wieder ein bisschen anflammen, dann hält das etwas länger. Denn wenn man das nicht macht, zieht sich das immer weiter auf und man hat irgendwann diese ganzen Fasern hier. Und das zieht man immer weiter auf und dann geht der Reißverschluss kaputt. Das war ein großes Problem bei den Metallreißverschlüssen. Unter anderem aber auch, wenn man ihn nicht regelmäßig fettet, dann gehen die einfach bombenschwer, super schwer auf und zu. Aber man hat es hier, dass man sie zu doll knickt und dann hat man das Problem, dass sie hier brechen. Das heißt, meistens waren es Anwenderfehler, warum solche Reißverschlüsse kaputt gegangen sind. Gerade in die Tasche geschmissen, falsch geknickt, war der Reißverschluss hin und extrem teuer. Dann irgendwann sind auf den Markt die Kunststoffreißverschlüsse gekommen. Da gab es ein cooles Video von Santi, wo Tomek Schatzure einmal mit dem Hammer raufgehauen hat und hat den Reißverschluss auf und zu gemacht, dann war das Ganze wieder dicht. Ganz so einfach war das leider nicht, denn auch die sind natürlich mit der Zeit undicht geworden, gab es Probleme, aber für mich gab es hier einen großen Vorteil. Sie gingen viel einfacher auf und auch zu. Man musste hier nie mit Fett arbeiten, sie gingen immer leicht auf. Das Einzige, wo man Fett hinsetzen muss, hier unten im Hafen. Das war die einzige Pflege, die man braucht. Und wenn man da unten immer ab und zu Fett reingehauen hat, hat er hier auch extrem gut abgedichtet. Und darauf sollte man auch achten beim Kunststoffreißverschluss. Der Vorteil jetzt aber vom Kunststoffreißverschluss ist, wenn ich ihn aufmache, er geht einfach auf, aber man kann hier auch theoretisch ziehen und er geht ganz von selbst auf. Das sollte man jetzt nicht machen, dass man wie Superman aus seinem Trocki rausgeht, aber das war nicht der Grund, warum so ein Reißverschluss kaputt gegangen ist. Wenn man das hier gemacht hat, sind die gerne mal kaputt gebrochen an dieser Kante. Und das ist bei Kunststoff besser. Was mir auch sehr gut gefällt, dass Kunststoffreißverschlüsse sich besser hier über die Schulter legen. Gerade ich als kurzer Mensch fand das immer bei Metallreißverschlüssen problematisch, dass die hier so einen riesen Bogen geworfen haben und genau an der Stelle dann auch geknickt sind. Deswegen kann man schon raushören, bin ich ein großer Freund mittlerweile von Kunststoffreißverschlüssen, weil sie einfach hier besser über der Schulter sitzen und nicht ganz so anfällig gegen Bedienerfehler sind. Denn gerade da kommen die meisten Undichtigkeiten. Es gab bei beiden, ob Metall- oder Kunststoffreißverschluss, Chargen, wo es einfach Probleme gab. Gerade gab es mal hier bei den Kunststoffreißverschlüssen, dass sich das Material aufgelöst hat. Dadurch gab es Undichtigkeiten. Genauso auch hier schlecht verarbeitete Reißverschlüsse. Da ist hier unten drunter einfach das Material mit der Zeit immer weniger geworden und dann sind sie undicht geworden. Im Endeffekt haben alle Reißverschlüsse Vor- und Nachteile. Für mich aber die größeren Vorteile der Kunststoffreißverschluss. Braucht nicht so viel Pflege, es gibt weniger Bedienerfehler, er kann nicht so schnell geknickt werden. Und ein Nachteil bei den Kunststoffreißverschlüssen, wenn man ihn zu schräg zieht, kann er ausgleiten. Ich probiere das mal hier, kriege ich jetzt gar nicht hin. Aber wenn das passiert, habe ich für euch ja ein Video, wie ihr so einen Kunststoffreißverschluss wieder eingezogen bekommt. Und das fand ich auch recht cool. Wenn es mal passiert, kann ich das Problem in den meisten Fällen beheben. Das ist so der Einblick in Kunststoff- und Metallreißverschlüsse. Das heißt,
Metallreißwürste immer gut fetten, wenn man sie hat. Und darauf achten, dass man sie nicht knickt. Kunststoffreißverschlüsse weniger in der Pflege. Man muss darauf achten, dass man nicht zu doll schräg zieht, dass sie dann der Hafen rausgleitet. Aber bequemer und besser lässt sich den über die Schulter legen. Deshalb mein ganz großer Favorit, Kunststoffreißverschlüsse. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, ob Metall- oder Kunststoffreißverschlüsse. Erzählt mir vielleicht eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit Kunststoff- und Metallreißverschlüssen. Schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal.